Einen wunderschönen guten Morgen, meine herzallerliebsten Zuckerschnecken. Ich wünsche euch einen sonnigen Wochenstart. Mein Gott, am Wochenende war ja bei mir wirklich extrem die Hölle los. Ne? Ob Facebook, Insta oder YouTube, E-Mail. Ich bin ja vollkommen bombardiert worden von euch. Wegen diesem Red Hat Zylinderkopftechnik-Video, wo die da einen Dodge Ram mit Autogas gehabt haben und haben sich darüber geäußert, haben eine Diagnose dran gemacht und ihr habt euch gewünscht, dass ich mich dazu äußere und das auseinanderklamüsere und ein bisschen was dazu sage. Und das tue ich genau jetzt. Bevor ich aber auf meine lieben Kollegen Red Hat Zylinderkopftechnik eingehe und ein bisschen was zu der Gasanlage in dem REM sage, möchte ich auch noch ein bisschen was zu den Kommentaren sagen, die da drunter geschrieben wurde. Da habe ich eine E-Mail zum Beispiel gekriegt, von wegen, dass sich da einer ganz, ganz böse über uns ausgelassen hat. Ne? Also das war nicht nur einer, es waren sogar mehrere. Ne? Aber wie das bei YouTube nun mal ist, normalerweise sollte man auf sowas nicht eingehen. Ne? Ich mache es jetzt trotzdem mal so ganz grob. Einen habe ich nicht gefunden. Der hat mir das auch geschickt, was da drin stand. Und so, da war irgendeiner drin, der hätte uns angeblich schon 4 Autogas-Autos gebracht und wir hätten die alle 4 irgendwie nicht zum Laufen gekriegt. Bei einem hätte er sogar uns die Software mitgeliefert, dass wir da reingucken können in die Gasanlage und wir haben das trotzdem nicht hingekriegt. Ne? Also das ist natürlich, es ist immer schön, wenn da so anonyme Leute reinkommen und irgendwas gegen eine Person äußern, die da mit einer Firma und mit einem echten Namen hinterstehen. Ne? Finde ich das ein kleines bisschen fragwürdig. Also erstens, warum bringt man denn nacheinander 4 Autos zu einer Firma, die es sowieso nicht hinkriegt? Das frage ich mich. Und zweitens, warum denn die Software zu uns mitbringen? Ne? Also wir machen nicht alle Gasanlagen, wir machen aber sehr, sehr viele. Wir machen die ganzen italienischen AEB-Anlagen. Die AEB sind die Firma Zavoli, Tatarini, Emmegas, Bigas, Landirenzo, die können wir alle machen. Dann können wir die polnischen Anlagen machen, die Lecho-Anlagen können wir machen, die KME-Stack-Anlagen und noch viele mehr. Und selbstverständlich die Gasanlage, wo wir natürlich mit groß geworden sind, wo wir auch am meisten von machen, ist natürlich die Firma Prinz. Und ist klar, dass wir da auch Service für bieten. Ne? Nun bekomme ich ganz, ganz viele Anrufe von ganz vielen Kunden mit irgendwelchen Anlagen, mit irgendwelchen Zavolis, die 10 Jahre alt sind oder Gastech oder sonst irgendwas. Und ich nehme diese Aufträge überhaupt gar nicht an, weil unser Kontingent ist einfach wirklich zu voll. Ihr wisst es ja, wir müssen die ganzen Umrüstungen bei uns machen. Wir haben so 5 bis 6 Autos die Woche, die wir machen. Und dann haben wir natürlich die Servicearbeiten unserer Kunden, unserer Fahrzeuge, die wir machen, ein bisschen Wartungen und so. Und klar ist an irgendeinem Auto bei uns auch mal irgendwie eine Kleinigkeit dran, wo wir uns natürlich drum kümmern müssen. Und deswegen nehme ich natürlich euch auch solche Anlagen grundsätzlich nicht an. Ne? Meine Lichter läuft ja auch rum. nehme ich auch solche Anlagen nicht an. Und dann auch ein Kunde, der sagt von wegen, oh ihr Nagel, ihr habt die Software dafür nicht, ich bringe euch mein Auto trotzdem und organisiere die Software, kriegt den mal hin. Und dann ist er noch unzufrieden, weil wir es nicht hingekriegt haben. Ne? Also stimmt nicht. Ich würde keine Anlagen entgegennehmen für eine Wartung oder für eine Reparatur, wenn ich die Software dafür nicht habe und es lohnt sich für uns nicht und auch für den Kunden nicht, dass ich mich da erst drin einarbeite. Das bringt einfach überhaupt gar nichts. Ne? Also kann ich mir nicht vorstellen. So, und jetzt war hier sogar noch einer, der hat hier geschrieben, Moment mal, wo war es denn? Muss ich erstmal hier, Moment, ich habe das ja hier, einen Screenshot davon gemacht, hier, Pump Up hat geschrieben, GM Service Nagel ist ein Schwätzer. Hatte dort mal aufgrund der angeblich so tollen Werkstatt ein Auto umrüsten lassen. Naja, was soll ich sagen? Er hat den Wagen nicht wirklich vernünftig eingestellt bekommen. Erst ein Dekra-Sachverständiger, der selbst ein großer Autogas-Fan ist, konnte das vernünftig. Es muss so viel korrigiert werden, unglaublich. Ich kann nur von Herrn Nagel warnen. Ne? Also das sind natürlich so Sachen. Erstmal der Name Pump Up, ne? Und dann was reinschreiben, was völliger Quatsch ist. Wenn jemand sein Auto bei uns hat umrüsten lassen und da irgendwelche Probleme irgendwo aufgetreten sind oder so, sind wir grundsätzlich auch da. Ne? Also wir kennen größtenteils, man kann es natürlich nicht jedem recht machen, aber zu 99,9% haben wir nur zufriedene Kunden und wir haben auch nicht einen einzigen Motorschaden. Und das seit 17 Jahren, wo wir Gas umrüsten. Wir kennen sowas nicht. Ne? Naja gut, solche Leute tauchen im Internet immer wieder auf, trotzdem wollte ich noch ein bisschen was dazu sagen. Also dieser eine, ich finde leider diesen
bricht nicht von dem, was der da geschrieben hat. Ich habe es am Freitag noch gesehen, dachte mir, ach du meine Güte, was ist das denn für eine Leuchte? Na ja, komm, lass mal. Ne? Aber mir ist es dann per E-Mail nochmal zugetragen worden. Ne? Da schreibt doch ein Andi 601 darunter, ich glaube 90% der positiven Stimmen zu GMSN, das ist wohl GM Service Nagel, meint er wohl damit, kommt von YouTube-Fans. Aber keiner hat dort je ein Auto gehabt. Reden kann er gut, aber mehr auch nicht. Arbeiten tut er sowieso nicht. Die Arbeit macht Dome und der ist am Limit, weil der Alte die Werkstatt mit Aufregen vollknallt, dass er die nächsten AMG oder noch eine Bruchbude kaufen kann. Ach, hast du gehört? Mhm. Voll geil, ne? Wir jetzt hier kommentieren die Kommentare. Ja, also Andi, ganz so ist es ja nun nicht. Ne? Ich über diesen Blödsinn, den du da geschrieben hast, will ich mich auch nicht rechtfertigen. Muss ich auch wirklich nicht. Ne? Dass eine Werkstatt, die Leute angestellt hat und so ein paar Leute in Lohn und Brot hat, wie wir auch, mit Aufträgen ausgefüllt sein muss. Das sollte eigentlich so ziemlich jedem klar sein, weil auch die Kosten zu bezahlen sind und fertig. Ne? Ja, gut, dass ich jetzt hier mein das Geld, was ich irgendwie verdiene, nicht an keine Ahnung, in zig Urlaubsreisen oder in was weiß ich umwandle, sondern mir davon eine Immobilie kaufe. Das weiß ich nicht, ob das so unbedingt so schlecht ist. Ne? Der AMG, ja, habe ich auch Spaß dran, ne? Und ihr habt auch viel Spaß dran gehabt. Ne? Die Videos mit dem AMG-Motorschaden hatten ganz, ganz viele Klicks und ganz viele Leute haben da auch was rausgelernt und sich angeguckt, was da passieren kann und alles. Und ich habe da auch viel rausgelernt und dafür ist YouTube da. Ne? Lieber Andi, aus dir hört man ganz klar den Neid raus. Ne? Keine Ahnung, warum du das in deinem Leben nicht so gemacht hast, wie ich es gemacht habe. Weiß ich nicht, ob du das willst oder was du für Ziele hast. Ne? Ich habe jedenfalls andere, aber deswegen irgendwie negativ drauf zu urteilen, finde ich erst ehrlich gesagt nicht so schön. Ne? Naja, gut, wie gesagt, nur mal so ganz kurz, aber nur weil es auch gewünscht war. Hier, sag mal ein bisschen was zu diesen komischen Kommentaren dazu. Ne? Also der erste, der vier Autos bei mir hatte. Ich kenne die Leute alle nicht und die schreiben ja auch immer da rein. Ne? Schön wäre es, wenn man die Leute mal so vor sich stehen hätte. Und wenn sie dann sagen würden, Nagel, du Arschloch, du hast an dem und dem Datum mein, keine Ahnung, das und das gehabt. Und dann kann man sich das anhören, kann dazu auch was sagen und so. Aber sowas gibt es dann irgendwie komischerweise nicht. Ne? Wir sind nicht die Heiligen, wir sind nicht der liebe Gott, aber wir machen nun mal halt seit 17 Jahren nichts anderes wie Autogas. Und genau das sollten wir auch können. Wie eine Werkstatt, die, keine Ahnung, seit Ewigkeiten nur Zylinderköpfe macht oder Motorenschätzung, wie die Firma Red Hat eben halt. Ne? Aber dazu kommen wir genau jetzt. So, steigen wir hier mal ein. Ich lasse das mit Ton im Hintergrund laufen und sage dann einiges dazu. Und mal gucken. Im Hause Red Hat Zylinderkopftechnik haben wir hier einen Dodge Ram wieder stehen, wieder mal im Weiß, als würden wir hier einen Magnet für Weiß haben. 5,7 Liter Hemi. Und hier ist eine Gasanlage reingekommen und der Kunde sagt, also seitdem die Gasanlage drin ist, etliche Mal schon gecheckt worden, Fehler reklamiert worden etc. Wir sollen jetzt mal nachschauen, ob wir da auf die Schnelle einen Fehler finden. Im Gasbetrieb wäre der Fehler da, bei Benzin würde alles normal laufen. Das müssen wir jetzt erstmal, leider Gottes. Also da muss ich dann sagen, wahrscheinlich ist der Kunde auch gut. Ich gucke mir die Videos von Red Hat auch an. Ich mag die beiden Jungs sehr, sehr gerne und die machen natürlich einen Mega-Job, muss man schon sagen. Also alle Videos, die ich bis jetzt gesehen hatte, hatten mega Hand und Fuß und die haben auch einen super Know-how, auch in der Werkstatt, muss ich schon sagen, prima. Also ich weiß nicht, warum der Kunde, naja, was bleibt ihm übrig, ne? Das ist jetzt so die Frage. Also wenn der mich jetzt angerufen hätte mit seinem Dodge Ram und hätte gesagt, hier, ich habe da Probleme mit meiner Gasanlage, ich war schon achtmal beim Umriss, ja, was hast du denn für eine Gasanlage drin? Hätte er wahrscheinlich nicht gewusst, so. Dann hätte er mir irgendwie einen Fahrzeugschein geschickt, dann guckt, naja, eine Stack 300, ja, ich kann es momentan leider irgendwie nicht annehmen. Ich bin leider zu voll, rufe mich irgendwie in 8 Wochen nochmal an oder was. Ich gucke, dass ich mir den irgendwie angucken, dazwischen nehmen kann oder so. Und da wollen die Leute natürlich oft nicht so weit fahren. Ich glaube, das ist hier in Köln. Viele machen es trotzdem. Ne? Aber solche Fremdumrüstungen oder noch eine Fremdanlage, eine Stack, die wir eigentlich nicht verbauen, steht ziemlich weit hinten bei uns. Und wir hätten ihnen auch nicht ganz zeitnah helfen können. Ne? Nichtsdestotrotz, finde ich, hat... Ich will jetzt hier aber nicht vorgreifen. Ne? Gut, Stack, da in dem Auto drin ist eine Stack 300 mit einem Verdampfer der Firma Gurtner. Das soll ein angeblich 300 kW Verdampfer sein. Ich kenne den Verdampfer auch, aber ich sage da jetzt noch mal ein bisschen was dazu. Im Ansatz revidieren.
Okay, also der Martin hat hier schon einiges gemacht. Motor-Check-up-mäßig ist das schon mal passiert? Nein, noch nicht. Gut, dann. Klar, erstmal Federspeicher ausgelesen. Ja. Motorlampe war auch an, wo das Fahrzeug hier in die Werkstatt bewegt wurde. Federspeicher ausgelesen, 6 Fehler waren drin. Ja. Einmal sporadisch, einmal permanente Fehler. Alles. Also es sind grundsätzlich nur Gemischfehler drin, ne? Also hier zündungstechnisch haben sie ja geguckt, Zündspulen und Zündkerzen rausgebracht, zündungstechnisch war da jetzt nichts, ne? Ihr wisst es ja, wenn irgendwie an der Zündanlage irgendwas dran ist und in dem Auto eine Gasanlage drin ist, dann tauchen die Fehler oder Zündaussetzer. Der sagt dann ja eben halt, Zündaussetzer cut-schädigend oder Zündaussetzer Zylinder so und so, ne? Wird ja über den Klopfsensor ermittelt, ne? War jetzt hier nicht der Fall, deswegen konnte man Zündung jetzt hier erstmal definitiv so erstmal ausschließen. Ne? Aber die haben natürlich die Zündspuren, die Zündkerzen nicht rausgedreht, um da jetzt einen Fehler festzustellen in der Zündanlage. Das habe ich schon verstanden. Die haben natürlich Kompression gemessen bei dem Fahrzeug, was natürlich vielleicht für einen Motor entstanden setzt, aber wenn so ein Fahrzeug reinkommt, auch erstmal Sinn macht. Ne? Das Gemisch Band 1, Band 2, das Verhältnis ist ungleichmäßig. Okay. Ja. Das fällt da jetzt schon auf. Verhältnis ungleichmäßig. Ne? Später hat man es ja gesehen, da ist eine Stack 300 Steuerung drin, ein Grüttner-Verdampfer und GEAC Apache Rails. GEAC Apache Rails sind baugleich mit den Valtec Rails. Valtec 1 Ohm gelbe Spulen, 2 Ohm graue Spulen und 3 Ohm, ich so wie es jetzt habe, rote Spulen. Aber ich habe mir die jetzt schon hingelegt, um euch das besser sagen zu können. Da kommen wir gleich zu. Ne? Ungleichmäßig ist klar. Die Bänke sind eben halt krumm, ne? Das eine Injektorrail macht mehr als das andere, ne? Ich habe damals Autogastechnik-Video Teil 1 oder 2, keine Ahnung, das ist schon anderthalb Jahre alt, das Video, guckt das an, da habe ich zu den Injektoren einiges gesagt und ich glaube auch der gute Martin hier, der hat auch unsere Videos geguckt, der konnte nämlich auch gleich sagen, was gute Injektoren sind und was schlechte Injektoren sind, ne? Wie weit er schon mit Autogas was gemacht und er die Injektoren kennt, weiß ich nicht, kenne den Martin nicht, ne? Gucken wir mal weiter. Gasanlage ausgeschaltet, Fehler gelöscht, auf Null gesetzt, auf Benzin gestartet. Also da hätte ich es jetzt immer schon mal gleich anders gemacht. Also ich hätte jetzt einen OBD-Tester angeschlossen, so wie wir das haben, und hätte mir die Live-Trimwerte erstmal gleich direkt angeguckt. Da kann man jetzt immer gleich sehen, ich schalte die Trimwerte, also nehme mir langsame Korrekturbank 1, langsame Korrekturbank 2, schnelle Korrekturbank 1 und schnelle Korrekturbank 2. Bank 2 hätte ich mir jetzt reingenommen und hätte mir angeguckt, wie die Korrekturen langsam oder schnell auf Bank 1 und Bank 2 auf Benzin aussehen. So, wären die schon weit im Plus, dann hätte ich schon gleich irgendwie Falschluft diagnostiziert, grob oder Falschluft geahnt und wäre dann mit Bremsenreiniger an den Motorgang, hätte den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger abgespritzt und in dem Moment, wo dann der Bremsenreiniger durch die Falschluft irgendwo reinzieht, gehen die Kraftstoffkorrekturen in der schnellen Korrektur sofort ins Minus. So kann man unglaublich gut Falschluft feststellen. Das zeige ich euch in der Praxis aber auch nochmal. Habe ich, glaube ich, aber auch schon mal gemacht. Ne? Nummer 1, Falschluft. Nummer 2 kann man dann ganz genau sehen. Wenn ich zum Beispiel plus 3, minus 3 ist ja lehrbuchmäßig auf Bank 1, Bank 2, sag ich mal, wenn ich die drin habe. In meinem OBD-Test, ihr habt schon oft gesehen, eine Einstellfahrt. Schnelle Korrektur auch so plus 3, minus 3. Langkorrektur sowie schnelle Korrekturen. Schalte ich dann auf Gas um und eine Bank wandert dann auf plus 6, plus 7 und die andere zum Beispiel bleibt auf 0 oder geht dann sogar noch in den Minusbereich rein, dann weiß man ganz genau, also die Bänke, die fangen an sich zu verschieben, ne, in den Trimwerten und das ist dann natürlich eine Katastrophe. Ne? Mit den Injektoren kein Wunder, aber da gucken wir mal weiter. Sofort kam ein Fehler, Bank 1, Bank 2, Gewicht permanent. Okay, also kann man die Aussage eigentlich verwerten, dass es hier nur bei Benzin ist, sondern wir haben den Fehler auch permanent drin. Genau. Kann natürlich sein, dass im Zuge der Gasanlageeinbau, wie du eben schon vermutet hast, vielleicht da eben was falsch verdrahtet und gelöst worden ist. Die Software rein und sowas, wo gucken wir das Ganze mal an. Falsch verdrahtet ist ein gutes Stichwort. Jetzt wahrscheinlich zwar nicht, weil die Stacksteuerung, die schaltet ja auch sequenziell um. Und wenn man da einen Verdrahtungsfehler drin hat, dann würde quasi ein Zylinder gar keinen Kraftstoff kriegen und der andere dann doppelt, Gas und Benzin. Also das würde man schon beim sequenziellen Umschalten merken, dass der beim Umschalten humpelt wie verrückt. Dann weiß man ganz genau, dass der falsch verdrahtet ist. Ne? Jetzt kann der Umriss aber auch dann so doof gewesen sein oder auch gleich schlau gewesen sein, Fusch zu überdecken und sagen, komm, ich schalte nicht sequenziell um, sondern ich schalte gleich alle 8 Düsen direkt um. Das heißt also, alle 8 Benzindüsen aus, alle Gasdüsen an, dann würde das nicht auffallen. Hat er dann die Bänke vertauscht, links und rechts, dann geht natürlich die eine komplett Endanschlag minus und die andere Endanschlag fett, ne? Weil
der sagt dann, VW hat auch einen guten Fehler, gut, wenn er sagt, Lambda sollten vertauscht dann, ne? Weil er das dann irgendwie merkt, dass die völlig gegeneinander regeln. Ne? Vor allen Dingen, die eine ist komplett mager, die andere ist fett, mache ich das Auto einmal aus und an, dann wandert sich das komplett einmal um, dann geht die andere auf mager und fett. Dann hat man die Bänke komplett vertauscht. Ne? Habe ich auch schon alles gesehen. Ne? Wird jetzt hier aber nicht der Fall sein. Dann haben wir die Einlasshülsen kontrolliert, sind sauber eingebaut worden, auch verklebt worden. Ja. Ich habe die abgesprüht, habe dann während des Absprühen die Lambda-Werte im Hintergrund laufen. Na, macht er ja. Macht er genau exakt so, wie es gesagt. Also es sieht unheimlich gut aus hier. Jetzt bei 18,43. Ne? Lambda-Adaption Bank 2 minus 3%. Lambda-Integration Bank 2 2,3. Da sieht da alles soweit ganz gut aus. Da wird jetzt aber auf Benzin laufen, denke ich. Und da hat sich nichts verändert. Ja, cool. Also ist die Gasanlage dicht. Genau. Wir haben auch kein. Ja, hierbei jetzt direkt auf Gas umschalten. Und da kann man ganz genau sehen, wie wandern die Bänke raus. Ne? Hätte man gleich so sehen können irgendwie. Nebenluftprobleme und so weiter. Insofern kann man das auch als Fehler ausschließen. Sind die Gasdüsen so halbwegs ordentlich eingebaut? Das ist eigentlich alles sehr ordentlich eingebaut. Okay, die Ventile selber hinten, die Ventileinseln, so sage ich. Also da ist überhaupt nichts ordentlich eingebaut. Die Eingasung, meint der Martin, haben sie wahrscheinlich ordentlich gemacht. Ne? Aber das ist das Problem. Das habe ich auch letztens gesagt, als ich diesen 55 AMG umgebaut habe, warum wir die Injektoren oben drauf gemacht haben. Die haben die Injektoren jetzt unten liegend. Hat zwei ganz große Nachteile. Also die liegen jetzt, das sind jetzt hier, wie gesagt, diese Wallen, machen wir es mal ganz genau so, wie es auf dem Video ist. Die sind jetzt so drin. Ne? Problem ist natürlich, dass zwei Probleme. Selbst die Hanas und die Kehins, was der Martin sagt, was die besten Injektoren sind, denen seine Meinung bin ich ja auch. Vielleicht hat das ja sogar von mir, Martin, kannst ja mal so sagen. Ich weiß es nicht, vielleicht hast du meine Videos ja auch geguckt. Hanas und Kehins sind die besten Injektoren, das stimmt schon. Das hier sind relativ günstige Dinger. Nichtsdestotrotz läuft so ein Auto damit und man kann die auch verwenden. Man muss es nur richtig machen, komme ich aber auch gleich zu. Ne? Also dieser Verbau soll nicht sein. Ne? Man kann die Hanas und Kehins ungefähr so hinbauen. Ne? So 10, 15 Grad geneigt kann man die machen, dass gerade so die Paraffine noch ausgestoßen werden können. Aufgrund ihrer hohen Präzision und ihrer hohen Qualität können die das ab. Ne? Diese Valtex, mit denen würde ich das niemals machen. Ich würde die grundsätzlich hochkant einbauen. Ne? Also hier ist doppelt falsch gemacht. Die sind mit den Ausgängen nach oben, noch nicht mal waagerecht, aber so sollten sie eingebaut werden. Der Grund dafür ist dieser hier. Guckt euch mal das Innenleben an. Ich habe es jetzt mal auseinandergenommen. Man kann die recht einfach auseinandernehmen. Ne? Das ist die Spule. So, man kann das hier direkt einfach oben den Ring, den Sägering runter machen und dann kann man die Spule runterziehen. Kann man erstmal die Spule runterziehen und dann kann man hier den Zylinder runterziehen und dann hier ist auch der Kolben drin. Ne? So, jetzt guckt euch das mal an hier, was das wackelt. Hier sind irgendwie, keine Ahnung, hier ist fast ein Millimeter Spiel in diesen Dingern drin. Ne? Die sind sehr, sehr günstig hergestellt. So, was passiert bei denen? Erstmal das Dichtgummi hier, das verschleißt die Federn, die arbeiten sich aus, weil sie relativ minderwertig sind. Und dann ist natürlich dieses tragische Spiel. Und aufgrund dessen sollte man die auch nicht liegend verbauen, sondern wirklich nur stehend. Also wenn man wirklich Valtec-Injektoren hat, bitte hinstellen, dass die so arbeiten können. Ich habe das schon gehabt. Valtec-Injektoren, die haben 100.000 Kilometer gelegen und die haben sich sogar hier hinten aufgeschliffen. Ne? Wegen dieser hohen Toleranz liegt natürlich, wegen dem Radius, liegt natürlich auch nur die untere Kante an. Man sieht immer, die sind hier unten dann auch angeschliffen. Und dann fressen die sich hier oben komplett auf. Ne? Und das ist eine Katastrophe. Ne? Also, am besten ist Kehins Hanas verbauen, ist schon klar. Aber man kann die schon verwenden. Die haben damals ihre Daseinsberechtigung gehabt und heute als günstige Gasanlage auch. Aber zu der Lösung, wie man dieses Fahrzeug auch mit dieser Gasanlage, mit dieser Konfiguration perfekt ans Laufen kriegt, komme ich jetzt auch gleich, obwohl ich es nicht empfehlen würde. Weil der Kunde, der will ja Ruhe haben. Ne? Mit diesen, wenn man die anständig neu überholt, wenn man die neu kalibriert, ordentlich bohrt, ordentlich einstellt, ordentlich auch hinstellt, kann so ein Auto 20, 30, 40.000 Kilometer gut laufen. Dann fängt da wieder das Humpeln an, weil diese Dinger, die Federn wieder breit sind und die wieder verschlissen sind, dann muss man da wieder bei. Ne? Und das sagte ich ja. Die hatten ihre Daseinsberechtigung damals vor, keine Ahnung, 20 Jahren in Polen, wo so eine Arbeitsstunde, was weiß ich, 3, 4, 5 Euro gekostet hat. Da konnte man das machen. Da konnte man alle 10.000 Kilometer zum Gasanlageneinbauer fahren und sagen, hier, Kurva, musste man meine Gasanlage wieder neu programmieren. Ne? Oder neu, was weiß ich, die Düsen wieder neu machen. Und vielleicht hat das alles nichts gekostet. Ne?
Heutzutage sieht es anders aus. Heutzutage werden solche Autos von der deutschen Autobahn bewegt. Da wird mehr als 120 gefahren, da wird auch mal 200 mit so einem Auto gefahren. Wir müssen im Open Loop richtig gucken, dass das Ding richtig anreichert. Und wir können nicht alle 10.000, 15.000 Kilometer zum Gasanlagen-Einbauer fahren. Das machen wir. Und deswegen hat man heutzutage auch andere Injektoren. Ne? Das ist ganz wichtig. Aber ich quatsche schon wieder zu viel. Wir wollen ja die Ratchet-Jungs uns angucken. Ne? Mal als Gasleihe, da kann man sich bestreiten, ob es da bessere oder weniger gute gibt. Wir haben da unsere Meinung zu, aber das ist jetzt nicht Thema hier in der Diskussion. Ja. Doch, warum denn nicht hier? Martin sagt es doch und er sagt doch genau das Richtige. Meier quatscht genauso viel rein wie ich. Ne? Der lässt den Martin überhaupt nicht ausreden. Das hört sich so an, als wenn Domo und ich das sind. Ne? Der quatscht da genauso viel rein. Ne? Aber hier sehe ich wenigstens mal meine Fehler dran. Gut, also erstmal kann man sagen, Gasanlage als solches wissen wir noch nicht, ob die eine Marke hat. Wir haben die Einstellung jetzt noch nicht großartig gefunden. Nee, der Gasanlage ist auch sekundär. Aber wir wissen, dass wir auch schon Fehler haben in der Kraftstoff- bzw. in der Laufseite mit Benzin. Und da gehen wir jetzt erstmal nach, genau. Was ist da der Fehler? Weil wenn der mit Benzin nicht ordentlich läuft und da was schieflage ist, ist er mit Gas natürlich nicht besser. Okay, dann ja. Martin, dann lass ich dich mal ruhen. Die Gasanlage meine Ruhe. Alles klar. Der Martin ist hier in dem Auto vergraben, das ist viel mehr Arbeit als angenommen. Man kommt hier echt nicht dran, hinten um. Boah, wie die eingebaut ist, ey, diese komischen GIAC Apache da, Valtec Nachbauten. Also, die Valtec sind ja schon schlimmer, diese GIAC Apache sind ja echt noch schlimmer. Und dann gucken die Kabel da oben alle raus, also ist echt eine Katastrophe, ne? Keine Ahnung, da wird wohl in Polen gewesen sein, die umbauen, ne? Oder hier irgendwie, weiß ich nicht, das gemacht hat auch hinten. Kabelbinder-Profis, kein Kabel gekürzt, alles liegt da hinten rum. Schlimm, schlimm, also... Kein schöner Einbau. Um die Zündspulen zu tauschen oder beziehungsweise um die rauszukriegen, muss die Hälfte der Gasanlage da weggebaut werden, um da überhaupt dran zu kommen. Ne? Was hast du gesehen? Ja, ein Teil der Zündspulen. Die Hälfte der Gasanlage nicht, es muss nur das Injektorrail darunter gemacht werden, was da falsch positioniert wurde. Die hätte man oben links, rechts so richtig schön hochkant neben die Ansaugbrücke stellen können, eine schöne massive Halterung machen und dann einzeln zu den Zylindern weggehen, dann wäre das Auto auch mit dieser Gasanlage ganz fantastisch gelaufen. Ne? Aber wie gesagt, lohnt sich nicht. Man hat mit dieser Konstellation der Anlage nicht lange Ruhe. Ne? Die ist immer, wie sage ich so schön, überwachungsbedürftig. A, diese Dinger haben ihre Daseinsberechtigung, man kann das nehmen, wenn man Ahnung hat, aber sie sind überwachungsbedürftig. Fertig. Ist das, was ich in dem Technikvideo vor anderthalb, fast zwei Jahren auch schon gesagt habe. Und sind die schon erneuert, ne? Das ist ja das alte hier. Wo der Luftfilter ist, das geht hier alles noch. Ne? Hier hat man Platz, aber die andere Seite, wo der Bremskraftverstärker ist und so weiter, da hat man kaum Platz. Eine Zündspule da rauszukriegen, beziehungsweise eine Zündkerze. Habe ich aber schon alles schon gemacht. Ja. Hier auf der Seite sind aber alte Zündspulen drin. Also die komplette Bank 1 sind alte Zündspulen drin. Also der 5-7 Hemi, der hat eigentlich großartig nie Zündspulenprobleme gehabt. Also ganz, ganz selten. Ne? Ich schätze mal, dass sein Gasumrüster ihn immer weggejagt hat und gesagt, hier, dein Auto läuft nicht, weil es Zündungsproblem ist. Zündungsproblem, muss man eine Zündanlage. Natürlich auch eine gute Ausrede, ne, für einen Umrüster. Ne? Oft ist es so, Gas hat weniger ionisierbare Kohlenwasserstoffmoleküle, kleine Fehler an der Zündanlage kann man auf Gas eher bemerken als auf Benzin, das ist schon richtig, aber es ist nicht grundsätzlich immer die Zündanlage. Ne? Zündanlage muss in Ordnung sein, aber blind tauschen würde ich dann auch nicht machen. Ne? Bei den üblichen Verdächtigen, hier diese kleinen VW-Motoren oder so, diese Einzelzündspulen haben, ne? Die haben auch Einzelzündspulen, aber die sind nicht so empfindlich, die von den kleinen VW-Motoren, die sind relativ empfindlich und da sollte man sich mal einen Kofferraum legen und zu Diagnosenzwecken das machen. Ne? Aber ich schätze mal, der hat neue Zündspulen gekriegt, weil der Gasmuster ihm das gesagt hat und nicht, weil es sein muss. Und auf der Bank 2 kann man hier sehen, sind neue Zündspulen verbaut von Delphi. Ja. Weshalb auch immer. Na gut, wird mal was gewesen sein oder vielleicht haben die auch schon Störmeldungen drin. Zündkerzen sind aber neu. Der Doppelzündung. Okay, dann haben wir 16 Zündkerzen drin. Sind genau. Da LPG-Kerzen? Nee, sind keine LPG-Kerzen. Okay. Sind aber... Iridium, ne? Genau. Normale MGK. Ja, ja. Gut, ist eine vernünftige Qualität. Genau. Ach, das ist hier die Passe, die hier dran. Ich dachte gerade... Finde ich auch gut, also hier sind LPG-Kerzen, ne? Nicht, dass er jetzt sagt, wieso manche, oder müssen unbedingt LPG-Kerzen rein, das ist völliger Quatsch. Also das hat er auch schon richtig verstanden. Ich weiß leider seinen Namen jetzt nicht. Martin habe ich ja gehört, ne? Seinen Namen weiß ich jetzt leider nicht, ne? Vielleicht sagt er im nächsten Video mal, wie er heißt, dann kann ich das nächste Mal auch besser ansprechen. ja, also LPG-Kerzen müssen nicht sein, habe ich in einem Video auch gesagt, ist völliger Quatsch. Bringt eigentlich nur denjenigen was, der sie verkauft. Ne? Also ich habe noch kein Auto,
was leichte Probleme mit den Zündspulen hatte, ist der Kunde hergegangen, hat dann LPG-Kerzen reingemacht und hat überhaupt nichts gebracht. Die LPG-Kerzen sollen den Zündwiderstand etwas runternehmen, also dass der Zündwiderstand dann auf Gas exakt so ist wie auf Benzin. Aber ob das so geht, also ich habe noch keinen Fehler durch LPG-Kerzen mitgekriegt, habe ich auch schon in einem Video erzählt. Ne? Diesbezüglich hier, Leute, Red Hat, absolut plausibel, gut gesagt. Das sieht so komisch aus. Aber trotzdem nur eine Zündkerze pro Zylinder rausgeholt für die Kompressionskerze. Ja, das reicht uns hier erstmal zu. Genau. Okay. Guckt euch mal hier bei 2109 hier unten diese Halterung von dem Verdampfer an. Also das ist ein Gurtner Verdampfer und dann hier diese komische Langloch-Halterung, da wo der Verdampfer dran ist. Der rockelt bestimmt wie so ein Lämmerschwanz. Ne? Und dann auf dem Map haben sie Map angeschlossen, auch keine Schelle drauf. Ne? Okay, muss auch nicht unbedingt auf eine Map-Leitung eine Schelle drauf. Ne? Macht man aber. Mein Gott, so eine Schelle kostet 10 Cent oder was. Ne? Ötika-Schelle kostet vielleicht 30 Cent, ne? Edelstahl-Ötika-Schelle, aber macht sie doch drauf. Ne? Die Schläuche werden irgendwann mal porös und dann rutschen die runter und dann läuft das Auto nicht mehr, weil da keine Schelle drauf ist. Auch blöd. Ne? Dann hier oben sehe ich hier bei 2109, bei dem Gasfilter sind Schraubschellen drauf. Ne? Also laut VD TÜV-Merkblatt 750 sollen auf gasführende Leitungen nur einmal zu verwendende Pressschellen drauf. Also diese Edelstahl Einohrschellen, Patent Ötika, ne? Mit Einlagerringen, die wir verwenden. Habt ihr schon oft gesehen. Ist da drauf mit einer speziellen Zange, werden die einmal drauf gekrimmt, fertig. Ne? Also das ist hier polnisch, mehr als polnisch. Nicht, dass polnisch schlecht ist, ne? Will ich jetzt nicht gesagt haben. Und jetzt wird mir auch gleich wieder Rassismus unterstellt oder was. Ich weiß ja, wer das alles war. Also völliger Quatsch, ich mag die Polen. Nochmal dazu, ich bin ja auch kein Rassist. Aber das sind, das ist ein Einbaumuster, wie es in Polen immer stattgefunden hat, auch gut funktioniert hat. Wenn alles so passte, funktioniert das alles. Ne? Man kann ja eine Schraubschelle nehmen, das ist ja dicht. Ne? Aber laut VD TÜV-Merkblatt 750 sollen einmal zu verwendende Pressschellen drauf. Ne? Unten der Verdampfer, der wackelt wie ein Lämmerschwanz, weil da so ein komisches Langlocheisen da genommen worden ist. Keine Schelle auf dem Map drauf, ist eben halt blöd. Ne? Auch kein Kabel gekürzt und nix. Ne? Da gucken wir mal weiter. Was mir noch aufgefallen ist, wo ich den Luftfilterkasten ausgebaut habe, dass der Luftfilter ziemlich dicht ist. Das sieht jetzt hier auf dem Bild, sieht er, so sieht es schon ein bisschen besser aus. Machen wir das Licht aus und sieht man, wie. Ne? Der sieht. Ja, Luftfilter ist total zu, aber man sieht jetzt hier das Auto, ich will jetzt nicht in die Gasanlage in Schutz nehmen oder so, aber man sieht, dass das Auto definitiv einen Wartungsstau auch hat. Ne? Also keiner fährt mit so einem Luftfilter. Ne? Der so ein Hemi-Motor hat so einen Luftansaug, ne? Und der kann auch da überhaupt nicht mehr atmen. Also da kann das natürlich auch sein, dass dadurch auch ein Gemischfehler verursacht, zu fett. Ne? Ja gut, im Stand aber nicht. Für Standgas geht da immer noch genug Luft durch. Ne? Wartungsstau, natürlich nicht schön. Ne? So ein scheiß Luftfilter kostet dann, keine Ahnung, 15 Euro oder was, den wechselt man dann schon mal. Sieht in der Kamera, sieht der viel besser aus. Da muss man nicht zu Red Hat für unser Luftfilter tauschen zu lassen. Also ich sehe das hier, ne? Kann man auch richtig schwarz durchgängig, ne? Also dunkelbraun und der ist zu, der ist möglich. Was hängt denn da für ein Glas, wenn ich versucht habe mal zu zeigen, wie das aussieht? Jetzt kann man es besser sehen. Ne? Wenn der Auto keine Luft kriegt, vor allen Dingen so ein Riese hier, dann fühlt er sich auch nicht wohl. Und dann kann das auch mit der Gemischbildung schon zu eng sein, ne? Kann man dann auch mal gucken, zur Not lassen wir mal laufen, kurz ohne Luftfilter, ja. Um zu schauen, ob die Fehler dann reinkommen mit der Gemischbildung beim Gas. Ja, das hat damit nichts zu tun. Vor allem nicht im Standgas. Ihr prüft ja nur im Standgas. Jetzt auch nicht da für das Ding, aber der muss auf jeden Fall neu. Ne? Das ist mir unbegreiflich, wenn da sehr oft dann geprüft wurde, auch durch Werkstätten, warum das Auto in Schieflage ist. Da soll und muss wohl auch mittlerweile 6-mal nachgebessert worden sein in Bezug auf die Gasanlage. Und dann ist so ein Luftfilter drin, das kann ich ja nicht verstehen. Gut, okay. Martin, Kompressionsprüf hast du aber noch nicht gemacht. Nee, die machst du jetzt noch? Okay. Der Qual erstmal auf der Seite die Zündspulen und Zündkerzen raus. Dann berauben wir den seiner Kraftstoffzufuhr, ja. Ne? Sowieso. Okay, und dann machen wir erstmal Kompressionsdiagramm. Wir wollen jetzt erstmal sicherstellen, dass der Motor mechanisch in Ordnung ist. Ja. Ölanalyse bitte machen. Das heißt, okay, alles klar. Und dann schauen wir mal weiter und gegebenenfalls, wenn wir eben... Ich weiß auch gar nicht, wer, dass es über diese Anlage noch einen Gutachten gibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das Auto, na gut, okay, es kann natürlich sein, dass es ein Reimportfahrzeug ist, dass es da irgendwie noch ein Abgasgutachten gibt. Ne? Weil das Fahrzeug keine EEG-Betriebserlaubnis hat. Dass man da irgendwie einen Abgas, aber ein Gurtner-Verdampfer. Ich dachte eigentlich, diese Gurtner-Verdampfer, die gibt es gar nicht mehr. Ne? Und dann Giag Apache draufbauen. Also echt ganz, ganz schrecklich. Ne? Übrigens gibt es
Für die KME gibt es eine R115, aber nur in der Konfiguration mit GIAC Apache Rails. Ne? Für den Rembe jetzt wahrscheinlich nicht. Da rufen mich dann viele an, Herr Nagel, warum wollen Sie denn unbedingt bei mir eine teure Prinz einbauen? Die ist ja 200 Euro teurer als eine KME. Für die KME gibt es eine R115, ja, aber nicht mit den H9-Injektoren, mit den guten, sondern nur mit diesem GIAC Apache. Und dann geht die Scheiße weiter. Also was nützt eine R115? Die ist auch uralt. Die hat KME, glaube ich, mal vor 10 Jahren oder so gemacht, bevor diese R115 also zum Tragen gekommen ist. Wo wir das alles noch mit Einzelgutachten damals bestücken konnten. Irgendwelche Auffälligkeiten haben, wir gucken auch mal in die Zylinder rein, hängen mal die Kamera rein und dann schauen mal, ob da irgendwas ist, um auszuschließen, dass der Junge erstmal von seinem Gutmechanik her gesund ist. Oder nicht krank ist, so muss man, wenn wir ausschließen wollen, dann... Ja, war eine halbe Arbeit. Wir haben den Kunden auch eine Zahl genannt, mit der Zahl kommen wir nicht hin, aber letztendlich ist ihr das Ziel, dass wir ihm ein Ergebnis liefern. Weil das Ergebnisziel war ja... Ja, also Motor ist jetzt geprüft, der Motor ist gut und das Ergebnis Gasanlage ist scheiße. Ne? Das hat er wahrscheinlich auch schon vorher gewusst. Ne? Nichtsdestotrotz finde ich das hier gut, was die Jungs gemacht haben und sich Mühe gegeben haben. Ne? Hier nicht so wie Parsch und Faul. Ne? Gasanlage ist scheiße, ne? Die ganzen Signale gehen alle durch den Luftfilter durch, ne? und Gas ist scheiße. Also, nein, die haben sich Mühe gegeben. Hier unser Martin, der hat richtig schön sich die Software besorgt, reingeguckt und hat geguckt, wo es eventuell dran liegen könnte. Da komme ich jetzt auch gleich zu. Weil er hat da eigentlich den Nagel fast auf den Kopf getroffen. Eine gewisse, ich will nicht sagen Streitigkeit, aber Meinungsverschiedenheit in Bezug darauf, was ist der Verursacher, wenn ein Auto mit Gas läuft, das dann Probleme macht. Und wir sind der Sache schon einen Schritt weiter gekommen oder eigentlich relativ nahe gekommen. Der Martin, unser Gasmann, der Mann von nebenan, oder wie auch immer, der Gasmann von nebenan, der hat da sicherlich einiges zu berichten. Und das gehen wir jetzt mal gerade an. In der ganzen Thematik, was hier zu dem Fehlereintrag immer führt und dazu führt, dass die Motorkontrolle angeht. Ölanalyse haben wir noch nicht ausgewertet, ne? Nee, okay. Ölanalyse ist gemacht. Ist aber ganz wichtig. Genau. Halt mal gerade bitte still. Das sieht gar nicht schlecht aus. Okay. Wir haben die Kompression ist allerdings, muss man auch sagen, jetzt kalt geprüft worden bei dem Motor hier. Natürlich kann man auch verifizieren, gegenprüfen, Warnprüfen und so weiter. Uns ging es ja aber erstmal darum zu schauen, ist da irgendwann schon massiv in Schieflage. Wir haben auch die Zylinder endoskopiert. Ja. Sieht alles wie aus? Wie neu aus. Wie neu. Das freut den Kunden auf jeden Fall, wenn er das letztendlich hört. Jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die so ein bisschen... Trotz Gasanlage. Die Gasanlage hat hier den Motor nicht kaputt gemacht, obwohl es natürlich... katastrophal eingebaut ist. Ne? Wird die aber, wenn der Kunde so weiterfährt, dann haben wir natürlich zu mageres Gemisch. Ne? Ob wir Gas zu mageres Gemisch haben oder Benzin zu mageres Gemisch haben, ist eigentlich scheißegal. Ist halt blöd für den Motor. Dann steigen natürlich die Verbrennungstemperaturen, ne? Abgastemperaturen auch. Ne? Die Auslassventile leiden, Einlassventile auch ein bisschen. Ne? Der Katalysator schmilzt zusammen, die Lambda-Sonde kriegt zu viel Temperatur. Alles wird blau, Auspuffkrümmer. Also es ist eine Katastrophe. Ist aber egal, ob Gas oder Benzin. Ne? Ich sage es immer, um zu vereinfachen, so ein Motor braucht zwei Sachen, um zum Laufen. Er braucht Kohlenwasserstoffmoleküle und er braucht Sauerstoff. Wo die Kohlenwasserstoffmoleküle herkommen, ist dem Motor scheißegal. Nur die Menge muss in jedem Last- und Drehzahlbereich genau dasselbe sein wie auf Benzin. Und dann ist das wirklich völlig egal, ob der auf Gas oder auf Benzin läuft. Ne? Die Eingasung muss richtig gemacht sein, die Komponenten müssen richtig dimensioniert sein und auch die Einstellung muss ganz genau passen und mit der Einstellung zusammen dann auch nachher der Systemdruck oder Systemdruck und dann die Einstellung, je nachdem was für eine Anlage. Ob ich eine Anlage habe mit einem schlauen Systemdruck-Kennfeld oder ob ich eine Anlage mit einem dummen Systemdruck-Kennfeld habe. Systemdruck-Kennfeld haben sie eigentlich alle, dass die Gasanspritzzeiten aufgrund der verschiedenen Druckdrücke korrigieren, aber manche Gasanlagen können das gut und manche Gasanlagen können das eben halt nicht so gut und deswegen muss ich bei manchen Gasanlagen zuerst Einstellung machen, dann Systemdruck oder zuerst Systemdruck, grob ins Fenster gucken, dann Einstellung, dann nochmal Systemdruck kontrollieren, dann nochmal einstellen. Das macht die Sache sehr kompliziert. Und deswegen lohnt es sich auch nicht, hier mit solchen billigen Injektoren zu arbeiten, weil man immer wieder dann auf den Injektoren die Einstellung immer wieder ganz genau drauf anpassen muss. Ne? Und das ist eben halt so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Und irgendwas wollte ich noch sagen, fällt mir auch gleich wieder ein wahrscheinlich. Gucken wir es mal weiter. Ne? Missfällig sind? Gut. Ja, wir haben eine Gasanlage verbaut und lassen. Ja, du bist jetzt in dem Programm der Gasanlage. Genau. Und da hinten sieht man die Injektoren, die Einspritzdüsen. Das sind Valtec 2 Ohm-Düsen, die eigentlich nicht so groß sind für diesen Motor. Dazu soll auch gesagt,
da hat dann Martin was nicht richtig verstanden oder er hat sich nicht richtig ausgedrückt. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal erläutern. Also sind jetzt zwei ohmige Valtex, ne? Das hier sind drei ohmige Valtex, sind rot. Und dann gibt es noch die gelben einohmigen, ne? Gelb einohmig, rot dreiohmig und das sind zwei ohmige, ne? Die Ohmzahl sagt nur die Leistung aus. Also dieser Injektor hat nicht besonders viel Leistung. Der kann 3 Millisekunden ungefähr, der kann der sollte nicht unter 4-5 Millisekunden laufen, ne? Dieser graue, der hat 2 Ohm, der kann schon so auf 3 Millisekunden laufen. Die gelben, einohmigen, die können auch so 2,5 Millisekunden. Das Problem ist aber immer, umso niedriger die Ohmzahl, umso stärker die Spule, umso höher ist natürlich auch der Verschleiß. Ne? Und deswegen kann man das auch mit einer anderen Spule, kann man einen roten Injektor eigentlich immer verwenden. Und bei einer MAP-Anlage ist das Fenster, das Druckfenster so schön breit, man kann es direkt ins richtige Druckfenster schieben. Ne? Erzähle ich aber gleich noch ein bisschen genauer was dazu. Oder ich sag mal nicht geeignet vielleicht. Warum? Ich sag mal, unter Volllast, was weiß ich, hat eine Einspritzzeit von 30 Millisekunden und die schaffen, was weiß ich, nur 25 Millisekunden und dann spuckt die nur. Also Martin, genau, da hast du dich völlig falsch ausgedrückt. Nur die Mindestansprechzeit des Injektors hängt vom Injektor ab, von der Injektorleistung. Die maximale, den Duty Cycle, hängt ja von der Motorumdrehung ab. Also jede, Düse ist ja digital, die kann ja nur auf und zu, mehr kann sie ja nicht machen. Das Problem ist einfach nur, habe ich im Standgas einfach extrem zu viel Druck und die Düse wird zu kurz angesteuert, sage ich mal mit 1,5 Millisekunden, dann kriegt die einen elektrischen Impuls und kann so schnell gar nicht aufgehen, weil der Magnet zu schwach ist. Ne? Und gehe ich dann so auf 2 oder 3 Millisekunden, also ich gehe mit dem Druck weiter runter, sodass hier dann so 2 oder 3 oder 4 Millisekunden gedreht werden, dann fängt die sauber an zu arbeiten. Ne? Bei Volllast, das hat nichts, das habe ich schon von vielen Gasboostern gehört, die Düsen, die schaffen keine 30 oder 40 Millisekunden, ne? Dann müssten andere Düsen, das ist völliger Quatsch. Die Faustformel Duty Cycle bedeutet einfach nur 20 Millisekunden bei 6000 Umdrehungen, weil bei 6000 Umdrehungen habe ich nur 20 Millisekunden Zeit einzuspritzen, weil sonst die Motorumdrehung einfach rum ist und die Düse, die steht dann offen. Das ist ja genau das Perverse, dass sich das quasi so überschneidet. Wir haben im Standgas unglaublich lange Zeit einzuspritzen, brauchen aber wenig Kraftstoff. Und bei Volllast haben wir ziemlich wenig Zeit einzuspritzen, weil die Motorumdrehung rum ist, brauchen aber sehr, sehr viel Kraftstoff. Und deswegen haben wir auch bei so einer MAP-Anlage im Standgas wenig Druck, damit die Düsen lange öffnen können. Und bei Volllast viel Druck, damit die Düsen nicht so lange öffnen müssen. Ne? Also sie steht dann schon, bei 6000 Umdrehungen, 20 Millisekunden steht die schon offen. Oder da kommt, dann bläst die nur ein. Und es ist doch klar, dass der dann hier zu mager läuft. Ne? Und das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Zu der Lösung dieses Problems bei diesem Auto komme ich jetzt auch gleich. Liebe Red Hat-Kollegen, ich weiß nicht, ob ihr es beheben wollt oder beheben könnt. Ihr könnt es machen. Ich erzähle es euch auch gleich, wie. Ne? Dann könnt ihr den Kunden vielleicht mega glücklich machen und guck mal, ob es geklappt hat. Ihr könnt mich auch gerne anrufen, ist überhaupt kein Problem. Ich bin für euch da. Ne? Hat ein Gemischprobleme, Gemischbank 1, Bank 2, zu mager und so. Das heißt, sie sind von der Qualität aufgrund deiner Erfahrung mit der Gasanlage nicht so das Ideale. Ne? Ja. Jetzt gibt es natürlich genügend andere, die sagen würden, totaler Quatsch, ich habe die Gasanlage drin, die macht super Arbeit, alles in Ordnung. Warum klappt sie denn bei diesem Wagen nicht, diese Anlage mit diesem großen Motor? Warum harmoniert das nicht? Ich zeige dir mal. Ja. So, 2 Ohm ist richtig, sind auch 2 Ohm Einspritzdüsen, aber diese Gasanlage unterstützt ganz, ganz, ganz viele andere Einspritzdüsen oder Düsen. Ja. So, und ich würde auf jeden Fall diese Henna 1,3 Ohm verwenden, die sind sehr, sehr, sehr gut. Genau, Hana 1,3, das sind die blauen Hana-Düsen, würde ich auch verwenden an seiner Stelle, weil ich dann nämlich insgesamt auch einen höheren Druck fahren kann. Ne? Dann habe ich im Stand irgendwo 3 Millisekunden Gaseinspritzzeiten und bei Volllast irgendwie 17, 18 oder 19 Millisekunden Einspritzzeiten. Wobei, ich weiß es gar nicht, der 5,7 Hemi geht, glaube ich, gar nicht auf 6000 Umdrehungen. Ne? Also man kann den auch so einstellen, dass er eben halt... wichtig ist, wie gesagt... Ich will euch jetzt nicht verwirren, 6000 Umdrehungen dürfen 20 Millisekunden Einspritzzeit nicht überschreiten. Ne? Und er hat wohl recht, die 1,3-ohmigen Hanas, die blauen, die wären für dieses Fahrzeug am perfektesten. Aber nur, wenn der Verdampfer das schafft.
Und dieser Gurtner-Verdampfer, der soll angeblich 300 kW schaffen. Ich habe den aber mal getestet, schafft der nie und nimmer. Also weiß ich nicht. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Ne? 300 kW schafft der nicht. Ne? 5,7 Hemi Rem, ganz normale Standard-Prinz-Verdampfer, schafft den ohne Probleme. Ne? Aber auch der ist da schon so ziemlich an der Grenze. Ich weiß gar nicht, wie alt das, was für ein Baujahr das ist. Ob das jetzt noch ein 350 PS 5,7er ist oder schon ein 400 PS. Ne? Aufgrund der Verdampferleistung und aufgrund gescheiter Injektoren würde ich in dieses Fahrzeug grundsätzlich nur eine Prinz VSI einbauen. Ne? Oder eine KNE Nevo mit HANA-Injektoren und Goldverdampfer. Der Goldverdampfer von KNE, der schafft das auch. Da brauche ich aber diesen blöden Gurtner nicht. Ne? Ist vielleicht billiger. Ich weiß es nicht. Problem ist, es gibt keine R115. Hätten sie wahrscheinlich bei dem Auto trotzdem einbauen können, weil das Fahrzeug keine EEG-Betriebserlaubnis hat. Und wenn man ein Abgasgutachten dafür bestellen kann, ne? Ich weiß es nicht, wer den umgerüstet hat, ich weiß nicht, was für Connection der hat, wo der sein Abgasgutachten bestellt. Ich weiß gar nicht, ob die Anlage überhaupt eingetragen ist. Ich weiß so vieles nicht, weil es nur das hier ist. Richtig scheiße. Aber die Red Hat Jungs haben da das eigentlich schon fast richtig erkannt. Ne? Ich komme trotzdem gleich zur Lösung. Vergleichbar mit den Karenbüßen von Prinz oder sowas, aber auf jeden Fall noch bezahlbar. Karenbüßen, die sind noch mal teurer, aber die Händerdüsen sind vergleichbar Rusi. Und die würde ich auf jeden Fall für diese Nutzer. Ich unterbreche jetzt mal. Jetzt ja. Macht der Martin im Prinzip die Arbeit für die Firma, die die Gasanlage eingebaut hat und hier scheinbar irgendwo Probleme hat, weil die Gasanlage komplett ans Laufen. Das Auto war ja schon zigmal bei der Firma gewesen zur Nachbesserung und die Firma sagt so laut unserer Info immer, der Motor ist dran schuld, der ist kaputt, deswegen geht das nicht. Und der Mann ist natürlich auch mittlerweile tierisch genervt, weil der hat die Gasanlage ja nicht zum Spaß eingebaut, der will damit sparen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber der Bursche säuft natürlich ordentlich was weg. Und da ist eine Gasanlage, wenn sie denn ordentlich auf den Motor abgestimmt ist, durchaus sinnvoll, wenn der Motor grundsätzlich gasanlagentauglich ist, was ich hiermit jetzt nicht unterschreibe. Ne? Genau. So, Einstellung. Also 5,7 Hemi Dodge Ram haben wir umgebaut, ich glaube in den letzten 17 Jahren. Ich glaube 500 oder 600 Stück. Ne? Und es gibt nicht einen einzigen mit einem Motorschaden. Ich habe da noch nie was von gehört. Ne? Ich habe die Autos gehabt von 0 bis 300.000 Kilometer, die wir umgerüstet haben. Wir kennen da überhaupt gar keine Probleme. Ne? Klar geht es den Motor auch mal kaputt, ne? Auf Benzin wie auf Gas. Und man darf eins nicht vergessen, es ist kein Mercedes-Motor, es ist eben halt ein Dodge-Motor. Ne? Und es sind Wegwerfmotoren. So ein Motor kostet irgendwie 3.000 oder 4.000 Euro in den USA und ein Mercedes-Motor kostet irgendwie 15.000 oder 16.000 Euro. Ne? Verwunderlicherweise halten die trotzdem genauso lange wie ein Mercedes-Motor. Nur wenn so ein Motor kaputt ist, irgendwie nach 300.000 Kilometern, egal ob er auf Benzin oder auf Gas gelaufen ist, der ist dann einfach irgendwann mal ausgelutscht oder so, weil es einfach ein ganz normaler uralter OHV-Motor ist mit mittelliegender Nockenwelle, alter Gussblock noch, ne? Kannst du nach Red Hat bringen, kannst du da aufbohren und überholen lassen und alles, ne? Oder kannst du auch in den USA einen neuen kaufen, ne? Ich glaube, wenn Red Hat den aufbaut und macht neue Kolben rein und alles, mag die Qualität vielleicht ein bisschen besser sein, als wenn du so einen Motor neu kaufst, ne? Obwohl ich weiß es nicht, das will ich auch nicht beurteilen, ne? Ist auch nicht mein Ding im Prinzip, ich mache auch ja Motorinstandsetzung, aber nicht gewerblich, hab natürlich nicht das Know-how wie die Jungs mit ihren mega super Maschinen und alles, ne? Und auch, wir machen es ja auch schon mal, ne? Ich bin damit ja auch groß geworden. Motorinstandsetzung ist ja eigentlich eins meiner vielen Hobbys, ne? Aber wie gesagt, der Motor hier ist gut, da ist nichts dran, ne? Auch mit diesen Düsen, der läuft jetzt momentan auf Gas. Ja. So die Werte, die Lambda-Werte, Bank 1, Bank 2 und so weiter, das ist alles vollkommen okay. Aber der wird unter Last, wird der abmagern, allein wegen den Düsen. Ich will mal gerade ganz kurz auch noch was sagen. Wir haben ja, oder erinnern... Mann, halt doch die Fresse! Der ist genau wie ich! Ne? Dome sagt gerade was Sinnvolles und ich quatsch da rein, ne? Oder? Wir erinnern uns, dass wir Fehlereinträge drin haben, auch auf Benzin. Und da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Und da geht ja auch der Vorwurf hinher, der hat ja auch Probleme drin, wenn er auf Benzin läuft. Wobei der Kunde sagt, ich habe keine Motorkontrollleuchte an, der läuft ordentlich. Aber im Fehlerauslese haben wir natürlich auch da Hinweise darauf drin, dass irgendwann Schieflage ist. Aussage ungeprüft. Also ich bin ja der Gasmensch, aber da hat der Martin auch was zu gefunden, nämlich wo die Gasanlage mitunter Sensoren technisch angeschlossen ist oder was war da gewesen. Ja gut, da bleibt halt ein Fehler-System drin, wenn man diesen Fehlersprecher ausliest. Das ist aber nicht schlimm. Das ist aber nur dadurch, weil die Gasanlage, also OBD,
vom Fahrzeug mit angeschlossen worden ist und deswegen... Ja, dazu will ich auch was sagen, und zwar haben viele Gasanlagen, polnische Gasanlagen, ein OBD-Tool im Gassteuergerät integriert. Ne? Bei der KME heißt das Nevo Pro und bei der Stack, keine Ahnung, Stack OBD oder sonst irgendwas. Das ist also, dieses Gassteuergerät hat noch ein kleines OBD-Tool drin und man kann da entweder ein Kabel anschließen, wenn es ISO 9141 Protokoll ist, oder zwei oder drei Kabel anschließen, wenn es ein CAN-Protokoll ist. Und dann kann man gleich Fehlercode auslesen, man kann die Trimwerte und alles komplett über die Gasanlagensoftware auslesen und alles. Ne? Aber liebe Leute, wenn ihr sowas macht und sowas anschließt, dann ist das nur Monitorfunktion. Ich mache sowas nie. Ich schließe grundsätzlich niemals bei so einem Saugrohreinspritzer die OBD mit ans Gassteuergerät an. Ne? Weil es, wie gesagt, Fehler verursachen kann. Naja, Fehler verursachen nicht so wirklich, sage ich jetzt mal. Aber nur mal ein Beispiel. Ich schließe die an, die Gasanlage greift permanent unnötig aufs OBD ein und dann will ich meine Abgasuntersuchung machen lassen beim TÜV und der TÜV kommt nicht rein, weil die OBD-Schnittstelle unten euer immer nur auf ein Gerät zugreifen kann. Dann müsst ihr quasi die Gasanlagensicherung ziehen, dass der eben da eure AU machen kann. Ne? Also die OBD-Schnittstelle an der Gasanlage anschließen ist völliger Quatsch. Ne? Lasst das offen, schließt das definitiv nicht mit an, weil es ist nur Monitorfunktion. Das könnt ihr über einen externen OBD-Tester einfach besser machen und greift da nicht ein. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Fehlercode da kommt. Ne? Die haben ja auch noch ein anderes Tool, was man auch überhaupt gar nicht nimmt. Und zwar ist es die sogenannte OSA. Onboard Diagnose Self Adaption. Ne? Das heißt also, ich kann Onboard Diagnose anschließen ans Gassteuergerät, mache dann einen Klick und dann kalibriert die Gasanlage sich permanent über die OBD-Werte selber ab. Und das ist meiner Meinung nach nicht nur verboten, weil es nicht sein darf, weil es die Abgaswerte beeinträchtigen kann, sondern auch technisch eine Katastrophe. Ihr habt ja den Luftfilter gesehen. Stellt euch vor, ihr habt eine OSA angeklemmt und er sagt, oh, der Wagen, der Motor ist ja viel zu fett, jetzt magert die Gasanlage ab, der ist aber nicht zu fett, weil er zu fett war, sondern der ist zu fett, weil der Luftfilter zu war. So, dann habt ihr ein adaptives Benzinsteuergerät, dann habt ihr ein adaptives Gassteuergerät, die schaukeln sich immer untereinander aus, dann kommt noch ein zu Luftfilter dazu. Also wirklich eine Katastrophe, ne? Aber auch nicht der Fehler. Also OBD an der Gasanlage nicht anschließen, Lambda-Sonde nicht anschließen, macht man schon ewig nicht mehr. Heute haben wir alle Breitband-Lambda-Sonden, die könnt ihr nicht an der Gasanlage anschließen. Ne? Ihr braucht bei einer Gasanlage nur Plus, Minus, geschaltet Plus und die Durchgänge der Einspritzdüsen. Fertig, aus. Also die Benzindüsentrennung und die Gasanlage braucht Strom. Mehr braucht ihr nicht anschließen. Definitiv nicht. Machen wir grundsätzlich nie. Es macht auch technisch grundsätzlich keinen Sinn. Sieht bei einem Direkteinspritzer ein bisschen anders aus. Ne? Bei Pasch und Faul wird das hier alles durch ein Luftmassenmesser geschliffen. Ne? Ich bin so ein Arsch manchmal. Wenn man diesen ausliest, bleibt da halt ein Fehler drin, was aber nicht schlimm ist. Okay, gut. Ja. Trotz alledem, weiß nicht, was ist das Fehler ist. Der Vorwurf von der Firma, die Gasanlage eingebaut hat, und sagt, da ist ein Fehler drin, das liegt an der Kraftstoffzufuhr. Also das liegt wohl eher daran, wo die Gasanlage jetzt seine Sekunden... Können wir schon mal grob zusammenfassen, was hat die Firma hier schon mal falsch gemacht? Also OBD angeschlossen, kann man machen, muss man nicht, ich mach's nicht, würde ich auch nicht machen. OSA aktivieren, auf keinen Fall, weiß nicht, ob sie es gemacht haben. Ich kann jetzt anhand dem, was Martin da jetzt in der Software macht, nicht sehen, ob die OSA Onboard-Diagnose Self-Adaption aktiviert ist, weiß ich jetzt nicht. Ne? Falscher Verdampfer drin, falsche Injektoren drin und völlig falsch eingebaut und völlig falsch programmiert. Völlig falsch eingestellt. Wahrscheinlich die Programmierung als solches, die Einspritzzeiten sowie auch der Systemdruck völlig daneben. Ne? Kann nicht laufen. Knall abnimmt oder was, ne? Genau. Okay, also hätte die woanders abgenommen werden können? Nein, ne? Ist also so, okay, dann ist er da bei sensibel, genau. Und meckert halt diesbezüglich herum. Genau. Möglicherweise, also Aussage da ungeprüft. Ich gebe jetzt nur das wieder, was ich versuche zu verstehen an der Stelle. Ich mag eigentlich keine Gasanlagen, aber da mögen mich jetzt hundert und tausende für hassen. Hier dran. Naja, das ist ja halt eine subjektive Meinung, ne? Die kann er ja auch haben. Ich mag auch keine Karotten, ne? Im Prinzip. Ne? Nur, ich kann ihn dann ein bisschen verstehen, dessen Namen ich leider immer noch nicht weiß. Ich habe, glaube ich, zu wenig Red Hat Videos geguckt, sonst wüsste ich seinen Namen wahrscheinlich. Ne? Er ist Motoreninstandsetzer und er ist natürlich Mechanikmotor fertig, mehr nicht so. Und wenn er dann die ganzen Zylinderköpfe kriegt, die weiß verbrannt sind, weil da irgendwelche falsch eingestellten Gasanlagen, Systemdrücke falsch eingegast, irgendwelche billigen Injektoren, die auf dem letzten Loch gepfiffen hat und so, dann ist klar, dass er keine Gasanlagen mag. Ne? Aber diese Meinung spiegelt sich bei vielen, vielen Motoreninstandsetzer wieder.
die viel Schrott gesehen haben. Ne? Und deswegen meine Bitte an Red Hat, seht es ein bisschen unparteiischer und guckt tiefer in die Materie rein. Ich denke, wenn ihr einen Motor auseinandernehmt, wo wir vor 100 oder 200.000 Kilometer eine Gasanlage eingebaut haben, dann ist das kein Unterschied zu Benzin, eher positiver, sauberer. Ne? Weil Gas ist ja nun mal halt sauberer und insgesamt ein prima Kraftstoff. Ne? Machen wir mal weiter. Dann werden wir sowieso jetzt nicht irgendwie irgendwas verstellen. Ja. Das macht der Kunde selber da. Genau, das muss er auch so machen. Wir drehen auch nicht drum rum. Warum? Weil wir wollen ja nicht in die... Ja, aber wenn ihr doch jetzt nichts verstellt und der Kunde das selber macht, warum ist das Auto dann bei euch? Ich werde dem Kunden die Lösung jetzt liefern. Ne? Oder Red Hat liefere ich das, dann könnt ihr es gleich machen. Ne? Peripherie eingreifen, die eine andere Firma eingestellt hat. Und dann heißt es, wenn irgendwann eine Schieflage ist, wir haben da dann rumgelegt. Das heißt, wir haben das jetzt nur mal angeguckt. Genau. Ob die Werte so halbwegs plausibel sind, die eingegeben ist, also justiert ist sie vernünftig. Ja. Ja. Dort abgreifen ist vielleicht eine Frage und dann eben unser Ratschlag dazu oder Martins Ratschlag. So, ich kürze das jetzt hier mal ein bisschen ab, weil es ist, glaube ich, sowieso nur bla bla, wie er dem guten Martin da die ganze Zeit ins Wort fällt, ne? So wie ich eben halt. Ne? Viel bla bla für nichts. Ne? Eine Stunde Gequatsche für 3 Minuten Sinnvolles. Ne? Da neigen wir ja nun mal halt zu. Ne? Also, was machen an dieser Gasanlage? Ne? Ja, als allererstes die Injektoren raus. Dann kauft ihr euch Injektorüberholsätze. Ich weiß ja nicht, wie alt die Gasanlage ist. Es kann auch sein, dass die noch gut sind. Weiß ich nicht. Die kosten, ich glaube, kosten 2 Euro das Stück. Sind nur so ein Kolben und so eine Feder. Hier an diesem Zylinder, ich lege das mal weg, hier an diesem Zylinder passiert ja grundsätzlich nichts. Ne? Das Auseinanderschrauben, also Sägering runter, Spule runter, das Auseinanderschrauben, das rausziehen, hier Zylinder richtig schön reinigen, dass es schön sauber aussieht, so wie hier, neuer Kolben, neue Feder rein, zusammenbauen, fertig. So, zusammenschrauben. So, jetzt kommt diese Spule hier oben drauf. Diese Spule hier bestromt mit 12 Volt aufmachen. Hier unten mit einer Messuhr rein. Das heißt also, ihr nehmt den Strom runter, Kolben fällt zu. Messuhr rein, auf 0 stellen, Strom drauf machen. Ihr kalibriert alle 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt ein Dreierrail für einen Sechszylinder. Die kalibriert ihr auf 0,45 Hub. Also alle auf 0,45 Hub. 0 Hub, wenn kein Strom drauf ist, wenn er bestromt ist, auf 0,45. Das ist die Werkseinstellung der Waldeck oder GIAC Apache Injektoren. 0,45 Hub. So, und dann baut ihr die Anlage ein. Baut ihr die Injektoren wieder drauf, macht eine Selbstkalibration im Stand, dass er nur im Standgas rund läuft. Und dann kommt nämlich das, ach so, nee, das musste ich ja noch zeigen, der läuft ja im Stand unrund. Das ist ein Zeichen dafür, dass die nicht alle gleichmäßig laufen. Einer hat irgendwie 70% und einer hat vielleicht 120%. Und dann ist die eine Lambda-Sonde von der Einbank natürlich insgesamt relativ zufrieden, aber einzelner magert ab und einer kriegt zu viel Kraftstoff, ne? Und das ist natürlich das Blöde, deswegen müssen die auch alle ganz genau passen. Das sagt er auch gleich noch. Gasmann, auf jeden Fall andere Düsen rein. Genau. Ne, hier ist das, ich sag's jetzt mal knallhart, hier sind das billigste... Andere Düsen rein, ja, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob die Anlage eingetragen ist. Wenn die Anlage eingetragen ist, in den GIAC Apache, kann er keine anderen Düsen reinbauen und ist die Betriebserlaubnis erloschen. Ne? Ich weiß nicht, ob er noch ein Abgasgutacht kriegt, kostet im Endeffekt ja auch alles nachher wieder Geld. Und kriegen kann reingebaut worden und hochkant natürlich, wenn sie hier so reinbauen. Nimm die raus, nimm diesen Plastik da unten runter und bau die schön hochkant ein, dass die so schön fallen können und verschleißen die viel, viel weniger. Das geht nicht, hatte ich am Anfang schon gesagt. Grenze führen, weil sie hier einen richtigen Knallermotor drin haben, der auch etwas an Kraftstoff oder an Gas braucht. Dann kommt er natürlich nicht mit klar, wenn er da am Abmagern ist. Der rappelt aber ganz schön im Motor. Ja, das ist gut. Mit dem Gas. Mit dem Gas, genau. Jetzt fällt schon mal auf Benzin. Ja, ich lege mich gerade am Motor an, da läuft er ruhig. Ja, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, wenn die Eingasung gut gemacht ist, so wie Martin am Anfang sagt, dass die Eingasungspunkte ganz gut sitzen und er läuft auf Gas im Standgas schon unrund und auf Benzin läuft er rund, dann ist ganz klar, dass die hier komplett aus dem Ruder laufen. Ne? Also bitte Kolben neu machen, Federn neu machen, alle auf 0,45 kalibrieren, reinbauen, Self-Adaption machen. Ja? Wenn ihr dann in der Self-Adaption seht, dass die Düsen
zu lange geöffnet werden, sag ich mal 5 oder 6 Millisekunden. Hier unten diese Düseneinsätze, die sind leider jetzt hier nicht dabei, sind so Messing-Einsätze, die rausmachen und aufbohren. Ne? Die müsst ihr mit einem kleinen Bohrer, messt das mal, was da drin ist, wenn da ein 0,5er Loch drin ist, dann bohrt sie auf, oder ist ein 0,8er Loch, bohrt sie mal auf 1 auf oder auf 1,2 auf. Wieder reinbauen, schön hochkant, schön Halter bauen, so wie wir das auch machen. Wieder eine Selbstadaption machen und dann gucken, dass die Einspritzzeiten auf Gas runtergehen. So ungefähr auf 3,5 Millisekunden. Wenn das so ist, guckt euch insgesamt den Systemdruck an. Wenn der Systemdruck, na gut, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie die Stack den berechnet, ob die abzüglich des Saugrohrunterdrucks berechnet oder Atmosphärenreferenz, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also ihr müsst gucken, wenn der 1,2 bar Druck hat und es saugt schon 0,6 bar, dann hat der 1,8 bar Druck der Verdampfer. Dann könnt ihr mal gucken, ob ihr den Druck am Verdampfer, an der Imbusschraube, höher schraubt oder runterschraubt. Ne? Also ich habe ja gesagt, wir können auf drei Arten das Gemisch verändern. Eine Art, wie hoch der Druck am Verdampfer drehen. Zweite Art, die Düse aufbohren oder eine kleinere Düse rein, wenn es zu groß ist. Und die dritte Art, hier den Hub verändern. Da sagte ich jetzt erstmal mit 0,45 anfangen. Ne? Ihr seht aber, es ist wirklich aufwendig. Und das macht so eine Anlage natürlich, so eine Arbeit an so einer Anlage sehr, sehr teuer. Da wird das im Endeffekt dann nichts bringen. Ne? Deswegen mache ich es auch gar nicht. Deswegen auch dieser Kommentar von diesem einen Vogel, der mir da 4 Autos gebracht hat und hat mir die Software noch gebracht. Ich nehme es überhaupt gar nicht an, weil es sich nicht lohnt. Ich kann auch nicht an so einem 300-Euro-Motor-Kit da irgendwie 6 Stunden Arbeit reinmachen, dass der ordentlich wieder läuft und nach 10.000, 15.000 Kilometer kommt der Kunde dann wieder zu mir, läuft wieder nicht, weil die Valtex wieder irgendwie aus dem Ruder laufen. Ne? Ich mache es gar nicht. Deswegen ist es auch einfach gelogen gewesen, dass er 4 Autos zu mir gebracht hat und ich hatte nicht mal die Software. Hat er mir die Software sogar noch zur Verfügung gestellt und dann konnte ich es immer noch nicht. Ne? Totaler Quatsch. Ne? Okay. 0,45 kalibriert, Düsen aufgebohrt von 0,8 auf 1,1. Gucken, wie die Einspritzzeiten aussehen. Druck weiter hochschrauben. Ne? Also ihr müsst dann die Selbstkalibrierung machen und ihr müsst während der Fahrt die Karten fahren. Das habe ich bei der KME schon öfter gezeigt. Das geht bei der Femitec oder bei der Stack 300. Femitec ist ja nur der deutsche Importeur. Ist aber, glaube ich, auch pleite. Das ist eine polnische Stack-Anlage. Ne? Karten fahren und dann gucken bei Volllast, ob ihr über 20 Millisekunden kommt. Kommt ihr noch über 20 Millisekunden, Druck hochdrehen am Verdampfer. Ne? So weit den Druck hochdrehen oder Düse größer machen oder im Endeffekt, wenn der Druck zu weit oben ist, die Düse schon voll offen ist, könnt ihr mit dem Hub größer gehen. Geht ihr von 45 auf 50 mm Hub, 0,5 mm Hub und guckt, ob er dann genug Kraftstoff durchgeht. Ne? So lange, dass er nicht über den Duty Cycle läuft bei Volllast. Dass ihr im Standgas nicht unter 3,5 Millisekunden kommt und bei Volllast nicht über 20 Millisekunden. Hatte ich im Technikvideo schon erklärt. Ne? Und wenn ihr die Injektoren alle reingemacht und kalibriert habt und ihr macht die erste Grundkalibrierung im Standgas vorweg, dann wird ihr auch schon genauso auf Gas rundlaufen, auf Gas wie auf Benzin, weil die Injektoren dann nämlich alle gleich sind. Ne? So, und dann hat man im Endeffekt, wenn ihr das nachher alles macht, habt dann nachher, wenn ihr es gar nicht könnt, 6 Stunden Arbeit dran. Selbst ich habe da 2,5 Stunden Arbeit dran. Und dann steckt der Kunde da irgendwie, keine Ahnung, 3, 4, 500 Euro in diesen alten Motorkit rein. Ne? Und das bringt es eben halt nicht. Und deswegen sage ich immer, es lohnt sich meistens nicht, da an dem Motorkit sehr viel zu machen. Dieser hier mag jetzt neu sein. Da mag das jetzt noch einigermaßen gehen. Man kann ihn jetzt noch irgendwie retten. Ne? Harnas drauf machen, ja, Betriebserlaubnis vielleicht erloschen, wenn die Anlage eingetragen ist. Man kriegt sie mit dem Valtex hier auch ans Laufen. Ne? Ihr könnt mich auch gerne anrufen und dann kann ich es auch genau erklären, wie das Auto, oder der Kunde kann mich auch anrufen, kann ich dann auch erklären. Ne? Und dann bin ich mal auf Feedback gespannt. Ne? Ja, liebe Red Hat Kollegen, guter Job. Ihr konntet dem Kunden nicht viel helfen, wolltet denen auch nicht helfen mit der Software, aber der insgesamt ist der Druck natürlich zu niedrig oder die Düsen zu klein oder der Hub noch zu klein. Insgesamt auch eine nicht so tolle Anlage, die aber geht. Ne? Habe ich schon ein paar Mal gesagt. So, ich wünsche euch eine entspannte Woche. Viele haben ja Ferien von euch. Das Wetter passt auch dazu. Wir gehen nachher beim nächsten Video. Ich denke, ich mache nachher noch eins in die Technik und zeigen euch die Autos, die wir diese Woche umrüsten. Vielen lieben Dank fürs Gucken und vielen lieben Dank für eure Geduld. Und liebe Red Hat Jungs, ich glaube, Köln seid ihr, ne? Schönen Gruß nach Köln. Macht's gut.